Was geschah eigentlich wirklich mit Lucius Malfoy im Gefängnis von Azkaban? Das und mehr jetzt in diesem Video. Lucius Malfoy erlebte einen dramatischen Absturz. Er war sein ganzes Leben lang in einer wohlhabenden Umgebung und verbrachte den Großteil seiner Karriere im Ministerium. Lucius kannte nichts anderes als den Reichtum, in den er hineingeboren wurde. Er übertraf seine Mitschüler während seiner Zeit in Hogwarts und schaffte es sogar in den berüchtigten Slug Club zu kommen. Er stand sogar eine Zeit lang über Bellatrix Lestrange und diente als Voldemorts Stellvertreter. Er kaufte sich voll und ganz in die Vision des Dunklen Lords ein. Nach der Schlacht in der Mysteriumsabteilung im Ministerium wurde Lucius jedoch gefangen genommen und in Azkaban für seine Verbrechen eingesperrt. Dieser Vorfall stellte sein ganzes Leben komplett auf den Kopf. Er wurde zu einem Schatten seiner selbst, weit entfernt von dem arroganten, aristokratischen Snob, der er einst war. Was ist also wirklich mit Lucius passiert? Wie hat sich seine Denkweise verändert und wie hat die Gefangenschaft ihn beeinflusst? Genau diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Ich werde die psychologische Veränderung von Lucius und die Auswirkungen der Ereignisse nach dem Orden des Phönix untersuchen. Dazu müssen wir allerdings zuerst auf den ersten Zaubererkrieg zurückkommen. Voldemort ist auf dem Höhepunkt seiner Macht und hat Lucius als seinen Stellvertreter eingesetzt. Lucius ist zu diesem Zeitpunkt eine der arrogantesten und egozentrischsten Figuren der gesamten Harry Potter-Reihe. Er ist jung, mächtig und glaubt ernsthaft, dass Lord Voldemort ihn als Freund und Verbündeten schätzt. Lucius ist so von seinen Fähigkeiten überzeugt, dass er sogar nach dem Sturz des Dunklen Lords versucht, das Kommando zu übernehmen und die Armee voranzutreiben, nur um dann durch schnelle Desertation und anderen Gründen scheitern zu müssen. Einige seiner Anhänger wurden gefangen genommen oder von Auroren getötet. Bis zur Rückkehr Voldemorts hatte Lucius das Ministerium davon überzeugt, dass seine früheren Handlungen auf den Einfluss des Dunklen Lords zurückzuführen waren, und zwar ganz genau auf den Imperius-Fluch. Und er hatte sich in unbedeutende Angelegenheiten eingemischt, um sich Respekt und politische Macht zu verschaffen. Er kaufte sich die Gunst von einflussreichen Personen und war zum Zeitpunkt von Voldemorts Rückkehr eine unverzichtbare Figur im Ministerium und im magischen Sektor von Großbritannien geworden. Um zu verstehen, wie prominent Lucius wirklich war, müssen wir analysieren, wo es schiefgegangen ist. Voldemort war bereits extrem wütend darüber, dass keiner seiner Anhänger auch nur versucht hatte, ihn zu finden. Es gibt eine Zeile im Film, die meiner Meinung nach die Beziehung perfekt einfängt. Nicht einmal du, Lucius. Was seine Abscheu darüber unterstreicht, dass Lucius nicht so hingebungsvoll erschien, wie es der Dunkle Lord ursprünglich gedacht hatte. Trotz seiner Enttäuschung setzt Voldemort ihn wieder als seinen Stellvertreter ein und beauftragt ihn mit der Aufgabe, die Prophezeiung zu beschaffen. Er lockt sogar Harry ins Ministerium, damit Lucius nur noch die Prophezeiung von Harry erhalten muss. Ich glaube, dass dies ein Test für Lucius war, um die schwindende Gunst des Dunklen Lords zurückzugewinnen. Sein Versagen wird jedoch mit einer großen Strafe beantwortet. Er wird nach Azkaban geschickt für seine Verbindung mit dem Dunklen Lord. Seine Inhaftierung ist die Schlagzeile des Tagespropheten und brachte Peinlichkeit für den Namen Malfoy, einen Namen, der seit Generationen für reinblütiges Blut und die Macht in der Zaubererwelt stand. Sein Ruf lag nun völlig in Trümmern und war wirklich irreparabel. Voldemort hatte nun seine Hände von Lucius nach seinem Scheitern völlig abgewaschen. Voldemort wollte Lucius sogar in Azkaban verrotten lassen, nur um ihm mit einem harten Schlag zu zeigen, wie sehr er ihn verachtete. Selbst nach seiner Rückkehr in den Kreis war Lucius so weit unten in der Hackordnung, dass Voldemort nur noch mit ihm sprach, um ihn lächerlich zu machen oder ihn an sein Versagen zu erinnern. Lucius hatte alles verloren, außer seiner Frau und seinem Sohn, aber sie halfen ihm endlich zu erkennen, was wirklich wichtig ist, seine Familie. Sein Selbstvertrauen und sein Benehmen waren so am Boden, dass er sich richtig depressiv fühlte. In Voldemorts Gesellschaft war er geistig absolut gebrochen und obwohl seine Verbrechen tatsächlich schrecklich waren, fand ich es schwer, kein Mitleid mit ihm zu haben. Endlich begriff er, wozu Voldemort wirklich fähig war, obwohl er innerlich niemals gedacht hätte, dass er seinem Zorn ausgesetzt sein würde. Er wurde desillusioniert vom Leben unter der Herrschaft des Dunklen Lords. Seine einzige Sorge galt seiner Frau und seinem Sohn, von denen er nur zu gut wusste, dass Draco zum Scheitern verurteilt war, als weitere Bestrafung für sein eigenes Versagen, was Lucius in ständiger Sorge um den Aufenthaltsort seines Sohnes und sein Wohlbefinden versetzte, wenn es darum ging, sich dem dunklen Herrscher zu verpflichten.
Letztendlich hatten Lucius und seine Familie während der Schlacht von Hogwarts genug und verließen Voldemort. Lucius fand den Mut zu gehen, bevor er Voldemorts Schicksal kannte. Er hatte die schlimmste Zeit seines Lebens durchgemacht und obwohl seine Ansichten über die Reinheit des Blutes blieben, wurden seine extremistischen Handlungen endgültig verringert. Noch einmal zusammengefasst, was wirklich mit ihm in Azkaban geschehen ist. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass Azkaban, so doof es auch klingt, ihm mehr gebracht hat, als weggenommen hat. Er hat endlich realisiert, was für ihn das Wichtigste ist. Und das war sicherlich nicht der Dunkle Lord und seine Ansichten. Es war seine Familie. Er realisierte, wie undankbar das Ganze ist und spaltete sich von Voldemort ab. Also ja, selbst wenn er in Azkaban litt und eine schreckliche Zeit mit den guten alten Dementoren dort verbrachte, kam letztendlich etwas Gutes dabei raus. Mich würde allerdings interessieren, wie du das siehst. Denkst du, die Zeit in Azkaban hat ihm gut getan oder eher geschadet? Schreib es gerne in die Kommentare. Und das war's schon wieder mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.